Was viele von euch sicherlich nicht wissen, dass ich nicht immer nur Musiker war. Ich war auch 2 Wochen Banker, tatsächlich. Ich komme ja aus dem Badenerländle und da heißt scharfe, scharfe Häusle bauen. Ne? Die Mutti wollte das, der Sohn. Ich habe halt jeden Tag bis um 11 gepennt, ne? 3 Jahre lang. 2, 3 Mal auf einer Hochzeit gesungen in der Woche und montags 2 Gitarrenschüler gehabt. Und das war es so für mich. Ne? Und dann meinte sie, Max, ist ja alles gut, wie das gerade läuft, aber wer weiß, in 3 Jahren will dich vielleicht niemand mehr hören. Ne? Dann hast du keine Ausbildung, kein Studium, dann guckst du aus der Wäsche. Und dann hat sie mich in die, also ich bin da schon freiwillig hingegangen, ne? Aber 6.30 Uhr raus war natürlich schon mal eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sich der ganze Körper dagegen wehrt, wach zu sein. Und die Augen brennen und sie fallen dir immer wieder zu. Und du kannst eigentlich nichts machen. Es ist anatomisch nicht möglich, diese Augen offen zu halten. Das hatte ich geschlagene 2 Wochen lang. Ne? Also und dann wurde ich auch direkt im Schalter zugeteilt, ne? Wo wirklich auch jeder sieht, dass ich direkt aus dem Latschen kipp eigentlich und mich nur noch mit Ach und Krach auf beiden Beinen halten kann. Und ja, irgendwann kam dann eine Mitarbeiterin zu mir und meinte, Max, ich übe diesen Beruf ja schon seit Jahrzehnten aus und wir hatten schon so viele Azubis, aber keiner hat so dermaßen traurig vor sich hin vegetiert wie du. Willst du nicht was anderes überlegen? Ich glaube, da wirst du nicht alt mit. Und dann habe ich es tatsächlich auch geschmissen nach den 2 Wochen. Aber es waren gute 2 Wochen, lehrreich auch. Es waren viele schöne Mit-Azubiden dabei, so, ne? Das habe ich ein bisschen ertragreich gemacht. War witzig, war echt witzig. Aber man lernt ja draus, ne? Es ist gar nicht so schlecht, auch mal irgendwie mal eine Fehlentscheidung zu treffen, so, das gehört zu jedem dazu. Man muss auch mal ein bisschen fallen können, weil da lernt man sich immer besser kennen und weiß danach genauer, was man wirklich will. Darum geht's im nächsten Song, der ist die guten Tage strahlen. Verkrampft versucht zu laufen, es wird niemals funktionieren. Mit den Beinen eingeschlafen, soll ich lieber nicht spazieren. Hab mich an denen festgebissen, wie ein Hund an einem Ast. Mit Scheuklappen vor Augen hab ich das Beste oft verpasst. Du sagst, nimm mal die Fahrt raus, es muss nicht schnell passieren. Auch wenn man mal vorbeischießt, verfehlt man nicht das Ziel. Lass uns das nicht so ernst nehmen, wir ziehen am Weg ja viel. Auch wenn wir immer vorbeischießen, müssen wir die guten Tage sparen. Und sie kommen dann, wenn wir uns wieder Zeit nehmen und uns trauen gehen, die Suche nach dem Sinn macht uns beide mit, weil wir die Dinge, die wir lachen, nicht erzwingen. Hatte ich gerade dann gefunden, dass ich nicht mehr suchen war. Hast mir Leichtigkeit gegeben und ich hebe langsam ab. Und klar gibt's schlechte Tage, an denen alles nicht so läuft, an denen ich mich fast verrenne, mich mit Alkohol betäubt. Du sagst, nimm mal die Fahrt raus, es muss nicht schnell passieren. Auch wenn man mal vorbeischießt, verfehlt man nicht das Ziel. Lass uns das nicht so ernst nehmen, Pläne haben wir viele. Auch wenn wir mal vorbeischießen, wissen wir, die guten Tage strahlen und sie kommen dann, wenn wir